ist und Licht gibt. Nimmt halt weniger Energie weg. Ja. Aber es ist nicht so schönes Licht. Ja, dass man wenigstens Strom braucht. Das ist gleich, wenn es etwas teurer ist, wenn es nur für die Umwelt ist. Also eben Strom sparen. Wenn ich zu lange warten muss, bis es hell wird, das ist für mich noch ein Hauptgrund. Ich habe ganz ehrlich gesagt auf den Preis geschaut. Was glaube aber nicht wirklich das Richtige war, weil schlussendlich ist es ein schlechtes Licht. Für mich ist das Licht, also die Art des Lichts, fast wichtiger als wie der Preis dann schlussendlich. Speziell auf den Preis natürlich, auch Lebensdauer, vielleicht auch die Helligkeit oder die Lichtfarbe. Dass sie auf die Grösse, auf die Wattzahl, dass sie etwa die richtige Helle hat. Also das ist so, wie ich die zwei wirklich aus der Lampe rausgeschraubt und haben uns entschieden, dass wir genau die gleiche kaufen. Dass wir euch genau wissen, dass das wird funktionieren, nicht dass noch technisch problematisch wird. Wäre eine Energiesparlampe eine Alternative? Weil jetzt haben sie ja ein Halogen gekauft. Ja, das wäre sicher eine Alternative, ja. Ja. Wieso haben sie jetzt keine genommen? Ja, es fehlt ein bisschen zu wissen vermutlich. Hi. Nein, habe ich nicht gehört. Nein, nicht. Ich gebe ganz offen zu, dass sie die Rechnung anschauen, zahlen und dann weglegen. Wahrscheinlich wäre es dort drauf gestanden. Mhm. Nein. Nein, habe ich nicht gewusst. Nein. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Sehr interessiert. Nein, ich glaube nicht. Also in der Kia kann man ja zählige Lampen kaufen. Weil ich schon fast nur Energiesparlampen habe, brauche ich das eigentlich nicht. Also ich habe schon fast alles umgestellt.